Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Siegenpfad, den wir nehmen können. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hierbleiben. Hören Sie, wenn wir es leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sinne. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sinne zu bekommen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen. Und Wagen zum Sitzen draufheben. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay. Und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Damit sollte ich reinkommen. Super! Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Ich muss irgendwie an diesen Türen vorbei. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Was übersehen wir hier? Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn.
Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super! Okay, schon mal einer. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Oh, cool! Okay, komm zurück. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Die Achterbahn startet erst, wenn alle drei Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene drei Wagen in der richtigen Reihenfolge. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schienen. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. So suchen Sie also die Wagen aus. Herunter. Ja, klar. Das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, Sie sind sehr viel stärker, als Sie aussehen. Einfach sieben! Ich kann nicht. Schieben Sie doch. Was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Schienen heben. Zurück, Jess! Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Okay, das ist echt ziemlich cool.
damit können wir was anfangen, oder? Vielleicht kannst du ihn an der Ladeschiene einhaken. Aber wenn wir die Schiene beschädigen, dann kommen wir nie nach unten. Keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Glaubst du, ist's richtig? Hey, alle Wagen auf der Ladeschiene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten. Das ist eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Keine Zeit!
Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, euer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Decaf wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Spürst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne Decaf ab. Lass nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Rein in den Heli, sofort! Oscar, ich hab keinen Saft! Bin dran! Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht! Nimm eine andere! Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht! Mach schneller! Wenn du eine zweite hast, versuch's mit der! Ich muss die andere erst aus dem Hubschrauber nehmen. Dran. Versuch's jetzt! Hey, die ist nicht gut! Schnell! Ich muss die andere erst aus dem Hubschrauber nehmen. Los geht's!
Du bist eine geschickte Diebin. Kriegst du auch Handzellen auf? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die als Kinder gestorben sind. Die Sände stehen für Leute, die Zeitlingen gestorben sind. Wo willst du die Tätowierungen verbringen? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar! Hören Sie, lassen Sie es sein! Oscar wird! Das eine Mal in Bogota, da waren ihm diese Typen, die ihn gehänselt haben, im Weg. Und dann waren sie es nicht mehr, verstehen Sie? Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern? Mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Hey, ich mache nie Witze über meinen Job. Außerdem ist Oscar der Lustige von uns beiden. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht! Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch's doch! Mal sehen, was sollst du dann noch aufnehmen? Zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Dr. Harding, ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar... Komplikationen. Wer sind Sie? Ja, wir sind die Band. Wo sollen wir spielen? Wie bitte? Kleiner Scherz. Injane schickt uns. Wir sind die Cavalry. Wir sollen sie retten. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Mann. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Injin-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Die hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja. Wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Tja, weiß nicht, ob du wirklich eine große Hilfe wärst. Ich will doch nur beim Tragen helfen und nicht irgendwelche Flüchtlinge einfangen. Bitte. Na gut. Bist du immer so eine Nervensäge? Nicht immer. Manchmal bin ich auch total zickig. Ist schwer vorstellbar. Ach ja? Warten Sie mal ab, was passiert, wenn es nicht bald was zu essen gibt. Ich könnte dir ja ein paar Dino-Burger besorgen. Ernsthaft? Beim nächsten Saurier, der mich fressen will, drehe ich den Spieß einfach um.
Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay.